Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Im letzten Part haben wir hier diese Cat-Basis vor dem Monolithen erreicht und das Spiel hat mich ziemlich geärgert, denn ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass wir hier einen kleinen Bug hatten. Ich habe nämlich jetzt schon zum Beispiel bei Vorbuttons gesehen, der hat hier sofort angezeigt bekommen, dass man das Ding deaktivieren kann. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das Teil tatsächlich vorher gescannt hatte. Und als ich das Video gesehen habe, bin ich immer noch der Meinung. Naja gut, auf jeden Fall, jetzt funktioniert es und jetzt werden wir den Energiegenerator deaktivieren und dann sollte sich hoffentlich dieses Schild auflösen. Tatsächlich. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Was zur Hölle? Ein Programmer? Wer sind Sie? Wer ist er? Wir sind von der Nexus. Andromeda-Initiative. Wir wollen keinen Ärger. Behaupten Sie. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, cool bleiben. Oh, bitte, Drax, Schluss damit. Ventra, was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder. Diesem Pathfinder. Ventras Freunde sind auch meine Freunde. Mein Name ist Sarah Ryder. Drag, Nakmor Clan. Nakmor. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Nakmor Clan, Nakmor Cash, der gehört offensichtlich zu Cash. Sind die hier auf Eos? Der Nakmor Clan? Was machen Sie hier draußen? Erkunden. Ja, wir behaupten uns eher, würde ich sagen. Nicht nur Sie jagen hier draußen, Cat. Mit der Bewaffnung erlegen Sie eine ganze Armee. Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Drag, wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Cat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Interessante Begegnung mit Drag, dem Kroganer. Und vor allen Dingen interessante Rüstung hatte er da an. Ob das Cat-Knochen waren? So, wir haben hier doch noch irgendwo jetzt... hier war doch irgendwo noch diese andere Quest. Moment. Scannen wir mal ran. Ja, hier. Nee, Monolith aktivieren. Nee, das scheint jetzt... Die Komponente. Ach, die bekommen wir. Da müssen wir jetzt eigentlich direkt da sein. Oder ist das das hier? Ah ja, da ist die Komponente. Okay, dann heben wir die Alle mal auf. Die Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt sind wir erstmal hier. Hier liegt eine Leiche. Anton Darren T. Der liegt hier? Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das können wir, Pathfinder. Todesursache verbluten. Mehrere Schnittwunden und Abschürfungen deuten darauf hin, dass die Cat eine Autopsie durchgeführt haben, als das Opfer noch am Leben war. Oh mein Gott.
DNA stimmt überein mit, ja, das haben wir ja schon gelesen. Oha, so eine Scheiße. Ein Audiolog. Oh nein. Der Typ ist hier der Anführer? Scheiße. Ich frage mich, ob man beim zweiten Durchgang hier, wenn man die Sprache der Cat erlernt hat, das dann auch direkt versteht. Wenn man sozusagen so eine Art neues Spiel Plus startet. Wie bei Final Fantasy X, wenn man die Sprache der Albed gelernt hat. Oder Albed. Nekropsie. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Cat-Schrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige wenige Wörter übersetzt werden. Teilübersetzung, niedere Spezies, gewöhnlich und Entsorgung. Na super. Wir sind doch keine niedere Spezies. Das werden wir Ihnen aber mal zeigen, dass wir keine niedere Spezies sind. Hallo? Wir bekommen gar nichts angezeigt. Doch jetzt. Ein toter Catpirscher. Nach dem Tod wurde ihm ein Zahn entfernt, vermutlich als Trophäe. Also er tut sich tatsächlich die Catknochen oder diese Pirscherknochen an die Rüstung dranhängen. Auch nicht schlecht. Hier ist eine Tür. Ah, da können wir jetzt wieder raus. Da war vorhin das andere Schutzschild. Und dann müsste da die andere Tür sein. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Konsole. Da müsste ja jetzt auch das Schutzschild weg sein. Je mehr, desto besser, oder? Was, je mehr, desto besser? Da haben wir jetzt irgendwas verpasst. Na super. So. Ich habe das bisschen das Gefühl, dass wir jetzt gleich wieder angegriffen werden, wenn ich ehrlich bin. Hier sind mal keine Verbindungen. Hier ist wieder so eine Station von PB. Der Scanner wurde umgeworfen und muss instand gesetzt werden, bevor er wieder benutzt werden kann. Also benutzen wir es mal direkt. Habe ich den Bogen raus. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Wieso war denn jetzt da kein Untertitel? Naja, gut. Okay. Also müssen wir dann hier hin? Das Geheimprojekt? Was ist denn das? Den Eingang erkunden. Die Suche nach einer Möglichkeit, den Atmosphärenwandler auf Eos zu aktivieren, hat zu einem geheimnisvollen Unterschied in der Reliquie geführt. Die meisten seiner Systeme. Okay. Was ist denn das? Abbauzone gut. Ach so, das sind die Abbauzonen. Alles klar. Und das? Ne, jetzt haben wir einen Wegpunkt gesetzt. Aufklärungsposten, Abwurfpunkt. Hier waren wir wohl gewesen. Gut, dann machen wir doch das hier mal zuerst, vorausgesetzt, wir kommen da hin. Hallo? Jetzt. Okay. Denn ich denke, das könnte als nächstes am nächsten sein. So, die Frage ist, wo habe ich jetzt eigentlich mein Nomad abgestellt? Ach, ganz am Anfang, oha. Na dann, rennen wir da mal hin, wie verrückt. So, jetzt wollte ich aber mal noch zwei Sachen ausprobieren. Ich habe nämlich auch gesehen, dass man hier irgendwie in der Luft fliegen kann. Okay, nee, das ist dieses Schnellhuschen, sage ich jetzt mal. Und fliegen ging mit. So. Ah ja, und wie lange hält das? Nicht so lange. Noch nicht, jedenfalls. Ich glaube, das kann man auch lernen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Cat nochmal uns angreifen, aber offensichtlich nicht. Wie schnell ist das so? Schneller, als wenn wir rennen. Okay, alles klar. So, da gehen wir nochmal in unseren goldenen Cat rein. Und müssen jetzt... Wir können hier noch eine Bergbaudrohne hinstellen. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Jetzt bekommen wir das erklärt. Das ist ja klug. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal gemacht. So was Bescheuertes. Na gut, okay. Ich bekomme aber irgendwie auch keinen Ausschlag gerade. Vielleicht auch bin ich einfach zu schnell unterwegs.
In die Richtung müssen wir. So, da drüben haben wir ja dann gleich Gefahrenstufe 3 irgendwo gehabt. Da ist auch wieder so eine... Vier Riesen. Da ist auch wieder so, so ein Auswuchs. Oh, da ist ein Cat. Können wir da hin? Haben uns auf jeden Fall jetzt mal gesehen. Kommt nur her. Was das? Ne, da ist noch einer. Hoppla, was war das denn? Ja, das ist wieder so ein Geißelauswuchs. Aber sonst finden wir hier tatsächlich nichts. Ich frage mich nur, ich bin nicht zu nah ran, ich frage mich nur, warum diese Cat hier immer sind an diesen Teilen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. So. Mal schauen, wie weit wir noch in die Richtung kommen. Ist da vielleicht auch noch irgendwas? Nee, eigentlich erstmal nichts mehr. Hier könnten wir Mineralien scannen, aber da werden wir nicht hinkommen. Wir schauen einfach mal, wie weit wir jetzt hier noch hinfahren können. Wenn wir noch irgendwas entdecken können. Hier ist nochmal Wasser. Oh, okay. Hier war's. Hier ist es schon vorbei. Gut. Dann fahren wir jetzt mal in diese Richtung. Diese kleine Nebenmission noch machen. Hier waren wir ja sonst überall, glaube ich, mehr oder weniger gewesen. Oder ist das jetzt die Hauptmission? Nee, die müsste ja eigentlich... Was ist denn Sieg über die Cat? Da kommen wir ja noch nicht hoch. Oder müssen wir das Forschungsprojekt scannen? Ach so, da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, das ist, dass wir nochmal zurück in die Anlage 2 müssen wegen diesem Forschungsprojekt. Dann machen wir das schnell, bevor wir dann... Das ist ja eigentlich unmittelbar daneben. Da ist dieses Wrack. Um den Käfer kümmere ich mich jetzt wann anders. So. Wo war denn da die Forschungsstation? Ach, denken Sie, wir werden diesen Ort hier wieder nutzen? Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es ist jetzt unsere Pflicht. Hier gab es einst jede Menge kluge Leute. So, da wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier rausfinden können. Die Ingenieure kannten sich aus. Bringen wir das Zeug zu einer Forschungsstation. Aha, die Lebensfähigkeit des Planeten hat sich erhöht. Dieses Gerät ist vor allem deshalb wertvoll, weil es Technologien der Initiative unter Umgebung geltender Standards an die spezifischen Anforderungen von Helios anpasst. Im Feld improvisierte Geräte überspringen Entwicklungszyklen und bieten relevantes Forschungspotenzial. Ah, guck mal, hier können wir auch noch was scannen. Ein Massenbeschleunigung, elektronische Unterstützung. Standardsystem der Initiative bei der Anlage von... Habitatstrukturen mit anpassbaren Energieversorgungen. Nutzt Masseneffektfelder zur Erhöhung des Potenzials. Gut, okay, dann können wir jetzt eigentlich mit dem Nomad ins Wasser reinfahren? Nee, das ist aber nicht im Wasser. Aber wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir ins Wasser fahren können, wenn ich ehrlich bin. Können wir auch nicht. Okay, alles klar. Hätten wir das auch nochmal ausprobiert? So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie außen rum fahren. Sind wir ja vorhin auch irgendwie durchgekommen. So, und dann fahren wir jetzt schnell darüber. Wo ist denn das da genau? Kommen wir da überhaupt so hin? Da hinten sehe ich aber auch irgendwas. Das ist doch eine Insel da. Was ist denn da? Oh. Da ist er... Nee, das ist das, wo wir hin sollen. Ich glaube, wir speichern mal lieber, bevor wir irgendetwas tun. Das wäre geschafft. Okay, Reliktkonsole, na dann los. Was kommt aus dem See? Oh, wow.
Was haben wir getan? Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wow. Es bildet sich eine Brücke. Finden wir raus, wie robust sie ist. Ich muss sagen, die Geräuschkulisse erinnert mich allerdings stark an Reaper, wenn ich ehrlich bin. Und da ist ein Shuttle. Ist das das Shuttle von Peavy? Wieso sind wir eigentlich nicht mit dem Nomad gefahren? Na gut. Können wir hier eigentlich... Ah, die Brücke können wir tatsächlich scannen. Reliktbrücke. Hallo? Eben ging's doch. Oder jetzt... Die Platten der Brücke scheinen von einer unbekannten Quelle hergestellt worden zu sein und werden durch künstlich erzeugte Gravitation in Position gehalten. Okay. Wessen Shuttle ist das? Ich denke von Peavy, ehrlich gesagt. Ich hoffe von Peavy. Was ist das? Das ist ein Stein, oder? Nee, das ist auch so eine Tech. So, ich vermute mal stark, hier können wir nach unten. Ja. Da steht sie ja, glaube ich. Ist das Peavy? Es ist so dunkel. Wie machen wir denn Licht an? Gar nicht, automatisch offensichtlich. Reden können wir jetzt nicht mit ihr. Na gut. Was jetzt? Wieso können wir jetzt unsere Waffen ändern? Das lassen wir mal. Oje, das klingt nicht gut, wenn wir hier Waffen ändern können. Das klingt nach Kampf. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Da geht's ganz schön tief runter. Richtig tief. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Peavy. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Also man hat auch solche Aktionsbuttons. Das ist jetzt das zweite Mal, aber diesmal habe ich es mitbekommen. Beim ersten Mal habe ich ihn, glaube ich, gerade noch so erwischt. Wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Das gefällt mir. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe? Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das sieht fett. Verdammt beeindruckend aus, wenn ich ehrlich bin. Hier ist so ein Ding, das haben wir auch an so einem Monolithen gesehen. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Ein Relikt. Passen Sie auf Ihre Finger auf. Mit unbekanntem Verwendungszweck. Die Scans zeigen keine an. Verlassen Sie sich nicht darauf. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Das stimmt wohl. Was ist das hier? Da! Sehen Sie das? Sieht wie ein defektes Infodisplay aus. Das hier. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Dieses unbekannte Gerät könnte ein Atomzeitmesser oder ein wissenschaftliches Instrument sein. Hier ist auf jeden Fall irgendwas am Abgehen und... Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Und diese... Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben.
dieses orangene Licht hat Alec Ryder da irgendwie auch bei dem letzten Monolithen oder bei dem letzten Turm auf Habitat 7. Da hat er ja irgendwas gemacht, was wir immer noch nicht wissen. Und da war auch dieses komische Licht dabei. Von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Naja, wenn die Relikte es nicht benutzen. Okay. Dann schauen wir uns das Teil mal an. Das ist ja mal interessant. Diese Konsole scheint die Hauptenergieversorgung des übrigen Gewölbes zu steuern. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Aha. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Können wir jetzt da durch die Tür durch? Schauen wir mal. Wow, ich hatte wirklich gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Oh, die Tür geht wirklich auf. Ja, spannend, würde ich sagen. Doch leider ist der Part schon wieder am Ende. Wir sind so tief unten. Ich kann nicht mal das obere Ende des Schachts sehen. Und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall dieses seltsame Gebäude, wenn es überhaupt ein Gebäude ist, erforschen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao. Da ist der Stein, den Sie runtergetreten haben. Er ist heil hier angekommen.